habt diese Woche die Aufgabe, eine Modelleisenbahn durch das Haus zu verlegen. In der Schleuse findet ihr das Material, das ihr für diese Aufgabe benötigt. Es handelt sich um 138,8 Meter Schienen, ein Trafo, eine Lok, 6 Waggons, einen Anschlussplan für den Trafo. Verlegen der Schienen. Ihr müsst aus den Schienen eine einzige geschlossene Bahn zusammenstecken. Da es keine Weichen gibt, könnt ihr keine Nebenstrecken bauen. Alle Schienen müssen verbaut werden, ohne Ausnahme. Die Schienen dürfen nur auf dem Fußboden verlegt werden. Es sei denn, ihr baut eine Überführung über ein anderes Gleisstück. Die Bahn muss durch folgende Zimmer führen. Linkes Schlafzimmer, rechtes Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Vorraum der Dusche, Toilette. Sobald alle Schienen verlegt sind, dürft ihr den Trafo anschließen. Resultat: Am 19.05. dürft ihr ab 18.30 Uhr mit der Präsentation beginnen. Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn der Zug bis 19 Uhr auf den Schienen mindestens eine gesamte Runde fährt, ohne zu stoppen. Da muss doch ein Haken dran sein. Ja, ich habe gerade schon gedacht, in der Toilette. Da musst du aber aufpassen, dass sie nicht entgleist. Ne? Da kannst du ja nur ganz kleinen ganz Bogen klein bauen. Ja, klar, ganz kleine, ja, ich bin einer der wenigen der Jungs, die nie eine Eisenbahn hatten und noch nie Lokführer werden wollten. Und ich kenne mich da nicht aus. Ja, aber ist ja kein Thema, oder? Zusammen, das ist eine Anleitung. Hast du eine Eisenbahn gehabt? Nee, also ich hab Carrera-Bahn hatte ich immer. Ich hatte Carrera-Bahn hatte ich und ich habe auch Eisenbahn gespielt. Wir können die auch vorher schon fahren lassen, ne? Ja. Mhm. Du hast ja auch nicht mit Barbie gespielt, du hast mit Big Jim gespielt, ne? Das ist eine Tagesaufgabe oder eine Wochenaufgabe? Eine Wochenaufgabe? Ja klar, wegen den berechnet. Ja, du weißt doch nicht, wie viele Stücke du wirklich hast, um in einem Kreis vorbeizukommen. Du musst alles auslegen. Nein, das ist klar. Also das Wichtigste ist wirklich... Wenn du nur gerade Stücke hast. Wisst ihr, wenn alles gerade ist und du hast nur so ein paar Runde, um da jetzt wirklich aneinander vorbeizukommen und du musst ja alles verbauen. Mhm. 138 Meter ist schon ein Stück. Also, wir können ja 50% setzen. Ja, finde ich auch. Das Wichtigste ist nachher die Kontrolle. Wir haben auch lange genug Zeit, Johnny, ne? Das auszuprobieren. Ja, die Kontrolle, also es muss wirklich schon, und dann, wenn einer gegenstößt, muss man praktisch alles wieder kontrollieren. Wo gegenstößt? Ja, ach so, an den Bahn. Wenn du und du kommst ein bisschen gegen, musst du alles wieder kontrollieren, weil sobald sich das nur so ein bisschen verschoben hat, springt die in der Kurve raus. Das heißt, da müssen wir auf die Katze tierisch aufpassen. Ja, das kommt mir so einfach vor, da kann auch was nicht stimmen. Ja. Das denke ich auch die ganze Zeit. Wo ist da der Haken? Wir sind 5 Mann, da werden wir das doch wohl auf die Reihe kriegen, denke ich mir. Na gut, dann nehmen wir auf Alert. Ja, lass mal dann nächste Woche mal wieder ein Kasten Bier kaufen, wenn wir die 50 machen. Und zwar die Wochenaufgabe, wir setzen 50%. Andrea hat sich für Verena eine Denksportaufgabe ausgedacht. Du weißt noch die Anordnung von den Zahlen, die weißt du noch? Ja. Ist ja gar nicht. Nein, hab ich doch gesagt. Du musst jetzt alle 8 Zahlen von 1 bis 8 in die Kästchen eintragen, ohne dass ich... Die nebeneinander? Die diagonal... Übereinander, ja, nebeneinander. Übereinander, sich was, da darf nicht die 1 und die 2 dann stehen. Also du darfst jetzt nicht hier 1, 2 haben. Und 1, 2 geht auch nicht. Du müsstest dann 1, 2 und 3 und 4 und sowas, die direkt unmittelbar nebeneinander sind, die dürfen nicht zusammengehören, einsetzen. Was? Bis 8 oder bis 8, genau. Wie, ich darf jetzt nicht hier 1, 2? Nee, darfst du nicht. Und 7, 8 darf nicht, 7, 8 darf nicht, die dürfen nicht zusammengehören. Oh, okay. So? Ja, klar. Mach mal die Zahlen da wieder weg, dann haben wir also Brain, ne? Wahnsinn. Da kommt doch noch raus, was ich studiert habe. Das Einzige, was ich echt kann, ist Mathe. Nee, das ist. Ich hab mir halt so logisch gedacht. Weil du hast ja vor der 1 kein Stehen, deswegen kannst du hier schon mal irgendeinen reinsetzen, ne? Ja. Du hast ja nur nach 1 kommt ja nur eine Zahl, ne? So, bei 7 hast du ja vorher die 6 und die... Wir saßen über eine halbe Stunde lang. Sabrina, wir haben eine Tagesaufgabe. Oh, nee, danke. Oh, nee, danke. Wo ist denn dein Waschpulver?
Dein 20 plus 6, das sind 26 Wäschen, erklärte Jürgen direkt. Keiner weiß, was es heißt. Doch Jürgen, der kann es dir sagen. Jürgen kennt sie aus. Guck mal hier, was ich mal machen kann. Möchtest du vielleicht so mal einen Schluck probieren? Guck mal, ist aber Wasser. Ist nur Wasser, ist keine Milch. Nee. Ja, aber ich, doch, jetzt fopp ich dich. Pass mal auf. Guck mal hier. Mmh. Ja, lecker. Pass mal, ach, jetzt verarsche ich dich so ein bisschen. Und dann für Waschmittel Werbung, oder? Meister Propper und Mr. Persil. No. Ja, für einen weißen Riesen können Sie den nicht nehmen. Nee. Der war du meinst gut aber schon, bestimmt, ey. Weil ich zu braun bin, ne? Ja, genau deswegen. Der war gut, der war gut, gefallen, der war gut, der kann was. Da ist doch Schokolade schon drin. Ach, super gerne. Jetzt habe ich sie ein bisschen gearscht. Das will die auch nicht. Die ist so blöd. Lecker hier. Mmh. Hier, lecker. Mmh. Bin ich traurig, ich habe meine Rolle nicht mitgenommen. Warte. Probier mal. Du machst Schnittchen rein. Du bist so ein dämliches Vieh. Dann nicht. Nö. Oh. Okay. Bizep, machst du auch noch mit? Ich mach erst mal einen hier vor. Also, stimmt, du hast ja noch einen. Ich hab aber gestern erst Bizeps trainiert. Oh, Mensch. Viel erwachsener als er jung. Ja, viel ernster. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum die alle rufen, die wollen hier rein. Das sind deine ganzen Bodybuilding-Kumpels. Aber er hat ja einen schönen Oberkörper, ne? Mhm. Ich dachte, der Oberkörper ist schön. Hier werden die Männer sowieso, desto länger du hier bist, werden die immer schöner. Stimmt, ne? Ich bin auf einer Weide. Ich hab's nicht zu ihm gesagt, so, ja, ich bin ja hier zu, die Weide. Die Weide ist leer, weißt du, so, ne? Und, Die sind nur da wieder am Hetzen, die zwei. Ich muss ja langsam am Lästern und am Hetzen sind die. Ja. Hier fallen nur gute Worte, echt. Guck dir mal Jürgen an. Ne? Das ist ein richtiger Mann, wa? Jürgen, nimmst du Anabolika? Na klar, habe ich mir doch hier einmal vom Haushaltsbudget nachgestellt. Deswegen hat sein Bruder auch. Kamera lang Bescheid sagt, bringt es aber aus Holland, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Super. Ja, und dann, sein Bruder hat ja auch gesagt, wenn du kein Anabolika kriegst, du fällst hier zusammen, dein Körper fällt hier zusammen. Hat sein Bruder wirklich gesagt, du bist dann weiß und dein Körper fällt zusammen. Ja. Boah, wie du aussiehst, wenn du rauskommst, weiß, schneeweiß. Hast total abgenommen. Und jetzt so, Peter? Na, Peter.
Was wird da jetzt gemacht? Guck mal, neugierig. Guck mal, der neugierig ist. Ich will alles wissen, alles gucken. Was macht der da? Was habt ihr da? Mach mal bei dir auch. Du hast nämlich so weiße Haare, die mich stören. Wer? Soll lieber mal deine Nasen. Du. Deine Nasenhaare können da mal wegflammen. Oh, fängt das wieder an, ey. Ja, dann frag doch nicht so blöd rum. Ich will mal fragen, was der macht. Weil, warum da mit dem Handtuch auf dem Kopf? Das geht nicht das an? Das verstehe ich nicht. Wir wollen einen Zungenschlag machen da drunter. So. Guck mal, wie er guckt. Ja, weiß ja eh nicht, was Zungenschlag ist. Ekelhaft. Nee, das habe ich echt vergessen in all den Monaten hier. In all den Jahren, meint er wohl. Oh. Will ich nicht wissen, was ein Zungenschlag ist. Ich habe 3 Anschläge mehr wie ein Rottweiler in einer Minute. Das war gut. Bei dir kommt an der Seite was raus, Jürgen. Kamera. Die wilden Blonden, ey. Nee, was los? Deswegen guckt er gar nicht. Hm? Guckt er gar nicht. Jeder wird ja jetzt gucken, aber er guckt nicht. Boah, was ist das? Boah. Boah, hast du das Hammerteil gesehen? Was ist das? Ist eben schon bei mir keiner untergekommen. Keiner verlässt Europa. Kriegt die Kampfstellung. Da hört aber der Spaß auf. Was war das? Das war, ist er bei dir irgendwo rausgekeuscht und gefleucht. Wie ich vorhin. Die hatte auch so einen Käfer am Boden. Ich so, der ist dir bestimmt aus dem Haar gefallen. Das war derselbe, glaube ich. Ja, ja. So ein Teil. So, ja, ein Jürgen, war, so. War mindestens so groß. Solche Flügel. Ja, ist ja immer so bei Geschichten, ne? Da hat ja jeder, der es erzählt, wird immer größer.